Guten Morgen, Deutschland. Wer erinnert sich nicht an die Worte aus dem vergangenen Herbst letzten Jahres von dem Herrn Buschmann? Nur noch mal zur Erinnerung für euch, was er damals in einer berühmten Pressekonferenz gesagt hat. Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. Ja, das hat er damals gesagt. Erstaunlich, diese Ansage. Und wir erinnern uns ja auch, es sollte ja auch keine Impfpflicht geben, nicht wahr? Also vor den Wahlen hat man ja gesagt, seitens der jetzt Regierungspartei, also die Partei, die die Bundesbürger ja mehrheitlich gewählt haben, dass es keine Impfpflicht geben soll. Und wir wissen ja auch von den Grünen, die vor den Wahlen gesagt haben, dass es keine Impfpflicht geben soll. Die wurden ja auch mehrheitlich in die neue Regierung gewählt. Und selbstverständlich auch der Herr Buschmann und der Herr Lindner und die FDP haben ja vor den Wahlen gesagt, dass es keine Impfpflicht geben wird. Und sie wurden ja anschließend auch gewählt. Und was war doch gleich nochmal mit dem Versprechen? Ach, stimmt ja. Da haben wir uns nach dem Wahl nicht mehr dran gehalten, richtig? Aber diese Aussage hier, die kommt ja jetzt. Das dauert ja nicht mehr lange. Das ist ja in ein paar Tagen. Und ich will euch das nochmal eben einspielen, auch mit Bild. Nur damit ihr auch glaubt, dass das der Herr Buschmann ist. Bitteschön. Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. Ja, liebe Leute, und nun kommt die nächste menschliche Enttäuschung, liebe Leute, denn die FDP hat sich wieder einmal gedreht und redet wieder einmal nicht das, was sie vor den Wahlen geredet hat. Liebe Leute, denn die Maßnahmen werden nicht alle aufgehoben am 20. März. Das Ende aller Maßnahmen findet nicht statt. Wieder wurde ein Wahlversprechen gemacht und wieder einmal wurde es nicht eingehalten, liebe Leute. Bitte schön, auch für euch das nochmal in Bild und Ton. Also es ist so. Wir stehen als FDP dafür, so viel Normalität wie möglich zurückzuerlangen. Und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden. Herr Lauterbach und ich haben in der Tat bis gestern verhandelt. Und der Kompromiss ruht auf zwei Säulen. Zum einen wird es im normalen Alltagsleben der Menschen so gut wie keine Einschränkungen mehr geben. Wir werden dort Normalität bekommen. Ausnahmen gelten nur für ganz bestimmte Settings, das haben wir auch immer gesagt, also zum Beispiel, wo viele vulnerable Menschen sind, da brauchen wir noch die Möglichkeiten mit Masken und Tests zu arbeiten. Das haben wir ja auch von Anfang an so gesagt. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird es noch die Möglichkeit geben, Maskenpflichten anzuhören. Ansonsten haben wir Normalität. Und dann kommt die zweite Säule, das ist die sogenannte Hotspot-Regelung. Und die ist, glaube ich, rechtsstaatlich jetzt sehr sauber definiert. Wenn es nämlich in Gebietskörperschaften tatsächlich ein schwieriges Ausbruchsgeschehen gibt, sei es, dass es sich um eine sehr gefährliche, vielleicht auch neue Variante handelt, oder wenn das örtliche Gesundheitssystem zu überlastet werden droht, dann kann man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, und zwar die Länder sich auch gewünscht haben im MPK-Beschluss. Und ich denke, das ist der ideale Kompromiss, um einerseits so viel Normalität wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und andererseits handlungsfähig zu sein, wenn es tatsächlich eine konkrete Gefahrensituation gibt. So ist das, wenn man immer wieder die Altparteien an die Macht wählt. So ist es, wenn man immer wieder zwischen SPD, CDU, CSU, FDP, Grünen und Linken seine Auswahl tätigt, liebe Leute. Weil die, die in der Opposition sind und ja die einzigen sind, die das alles nicht wollten, die werden ja zum Verdachtsfall gemacht. Ist doch klar, weil die darf man auf keinen Fall wählen. Ihr müsst immer den Leuten die Stimme geben, die euch vor den Wahlen das sagen, was sie nach den Wahlen nicht machen, die korrupt sind
und die während einer Flutkatastrophe in der Ahr besser auf ihr Image achten, bevor sie sich um die Opfer Gedanken machen, wie jüngst die Familienministerin Frau Spiegel, die ja vor der Wahl im Ahrtal auch zuständig war. Nicht wahr? Übrigens, die junge Dame ist immer noch im Amt. Ja, es tritt ja auch niemand von denen zurück. Ist genauso wie eine Oberbürgermeisterin in Berlin, die immer noch in der SPD ist, jetzt Oberbürgermeisterin ist. Und bevor sie Oberbürgermeisterin wurde, ist sie herausgekommen, dass ihre gesamte Karriere auf Basis einer Lüge stattfand. Denn sie hat ja 27 Mal vorsätzliche Täuschung in ihrer Doktorarbeit gemacht. Oder eine Außenministerin, die gewählt wurde in die Regierung, obwohl sie in ihrem Lebenslauf gefälscht hat, obwohl sie abgeschrieben hat und möglicherweise in den nächsten 10 Jahren mal einen zusammenhängenden Satz am Stück vor der Kamera frei sprechen kann. Das ist das, was Tatsache ist. Das ist das, was Fakt ist, liebe Leute. Und jetzt kommen wir zu dem, was der Herr Buschmann gerade gesagt hat. Die Maßnahmen, liebe Leute, die bleiben und die werden wiederkommen, gerade bei den Hotspot-Regelungen. Und da werden die Länder zuständig sein. Und auf welcher Datenbasis, liebe Leute? Genau, auf derselben schlechten Datenbasis wie die letzten 2 Jahre mit der heiligen Inzidenz. Und möglicherweise haben wir demnächst wieder einen Notstand. Genau, in den Krankenhäusern, den wir ja bis jetzt nicht hatten. Aber der wird jetzt kommen. Ne? Deswegen haben sie das mit reingenommen. Und wisst ihr, warum der Notstand jetzt kommen wird? Ganz genau, weil am 16. März ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Und dann werden eine ganze Menge medizinisches Personal und Pflegekräfte nicht mehr verfügbar sein, möglicherweise. Und klar, dann findet ein Notstand statt, liebe Leute. Immer schön weiter diese 5 super Parteien wählen und ihr habt dann immer die Auswahl zwischen der Pandemie Pest und der Pandemie Cholera. Es sei denn, der Bundesbürger fängt irgendwann mal an, das da oben zu benutzen und sich zu fragen, warum denn die anderen immer die Verdachtsfälle sind. Und die können machen, was sie wollen.